Hallihallo, willkommen zurück. Wie ihr seht, sind wir wieder zu Hause zurück aus Dublin. Heute ist Mittwoch am Morgen. Es ist, glaube ich, jetzt gerade kurz vor 10. Ich bin schon fleißig hier beim Laptop gesessen. Also bin schon fleißig am Laptop dran gewesen, da habe ein bisschen Arbeit erledigt. Jetzt brauche ich mal Kaffee und eine Cinnabon, also so eine Cinnamon Roll, die ich gestern am Flughafen Dublin bei Starbucks mitgenommen habe. Die werde ich heute zum Frühstück essen. Die Kinder holen mir dann zum Mittag ab. Mein Mann hat heute auch noch frei. Ich muss einiges Organisatorisches erledigen. Aber ich dachte, ich nutze jetzt auch gleich die Zeit und zeige euch mal die Souvenirs aus Dublin. Also was haben wir alles mitgenommen? Das sind richtig coole Sachen dabei. Auch ein bisschen Weihnachtsdeko, aber nicht zu viel. Ja, ich weiß auch gar nicht, wo dieser Vlog hinführt. Das ist ein ganz normaler Weekly Vlog. Ich glaube, ich werde euch auch einen TK Maxx Haul noch zeigen. Ich war ja letzten Samstag, also ja, einige Zeit vor diesem Vlog noch für TK Maxx und habe noch ein paar coole Sachen gefunden, unter anderem einen Diffusor. Ja, was wir leider nicht mitgenommen haben aus Dublin, ihr könnt euch den Vlog ja anschauen, wir hatten herrliches Wetter. Ja, die Sonne haben wir leider dort gelassen. In Österreich angekommen ist es mal wieder dunkel im Haus und finster, es ist nebelig. Meine Mama hat auch gesagt, die Tage, wo wir nicht da waren, war es eigentlich leider wettertechnisch echt schier. Man könnte jetzt auch meinen, ich gehöre zu den Briten, weil ich über das Wetter spreche. Aber Wetter ist für mich sehr, sehr wichtig. Das ist auch gleich ein guter Stichpunkt für dieses Video. Ich habe das bei Instagram auch mal kurz angesprochen. Ich habe echt so ein Problem mit SAD, also Seasonal Affected Disorder. Das heißt, Januar, Februar. Genau wenn es so ist, das ist für mich die schlimmste Zeit. Ich bin einfach nicht gut aufgelegt, wenn die Sonne nicht scheint. Das hat so eine Auswirkung auf mich. Ich kann gar nicht sagen, wieso. Da haben wir auch was bestellt, nämlich eine Tageslichtlampe. Da bin ich jetzt gerade, also ein Wecker eigentlich. Aber jetzt mal von vorne. Kaffee, Cinnabon und Souvenir Hall. Shopping Hall aus Dublin, Irland. Ich hoffe, ihr habt den Vlog schon gesehen. Unbedingt vorbeischaut. Richtig cool. Da gibt es Weihnachtsfeeling pur Dublin. War so schön weihnachtlich dekoriert. Dazu habe ich auch meinen neuen Bademantel an. Der ist voll cool. Ich stelle euch mal dahin. Aufs Home Alone Haus. Der ist richtig cool. Also ich habe jetzt einen Bademantel an und nicht viel drunter. Deshalb kann ich ihn nicht aufmachen. Aber hier drinnen gibt es so ein kleines Bändchen, damit ihr das so zuziehen könnt, damit ihr hier nicht aufflappt. Er hat zwar keine Säcke, aber er ist urbequem und richtig toll. Den habe ich im Store mitgenommen. Ich glaube vor einer Woche oder zwei Wochen. Also Empfehlung für diesen Bademantel. Ich verlinke ihn euch unten, wenn ich ihn noch finde. Ja, den Deko-Vlog solltet ihr auch schon gesehen haben. Also den drehe ich zwar jetzt erst nach heute fertig, aber er geht früher online. Diese verschwommenen Zeitlinien jedes Mal. Gut, Kaffee. Kaffee und dann melde ich mich gleich wieder bei euch. Endlich Kaffee, juhu! So, dazu dieses Cinnabon, ich habe das gestern schon angeknabbert. Und ich muss noch mal ganz kurz was zu dem Flugessen sagen. Ich hatte das erste Mal, ich habe null Flugangst, wirklich. Also ich habe überhaupt keine Angst vom Fliegen, vom Abstürzen oder sonst was, aber ich hatte gestern eine Panikattacke, als wir in diesen Flieger eingestiegen sind. Ich leide unter Klaustrophobie. Leider, seit meiner Kindheit. Also ich habe jetzt keine Angst, bei einem Konzert oder in einem Fahrstuhl zu sein oder sonst irgendwas. Bei mir ist wirklich Klaustrophobie dann, wenn ich meine Arme nicht mehr nach links und rechts auseinandergeben kann. Und das kann ich an einer Menschenmenge, weil ich kann mich trotzdem noch durchquetschen, ich kann die Hände nach oben, es geht. Also jetzt so normale Konzerte. Aber zum Beispiel einen engen Schacht runterrutschen, es gibt so Spielplätze mit so engen Rutschen oder auch zu enge Wasserrutschen gehen nicht. So die großen sind kein Problem, wo ich genug Platz habe, aber wenn ich wirklich mit den Armen nicht auskann, deshalb wäre mein absoluter Albtraum. So wie man es aus Horrorfilmen kennt, wenn man mich in einem Sarg lebendig begrabt. Ich würde innerhalb von wahrscheinlich 5 Minuten an einem Herzstillstand und einer Panikattacke sowieso mein Ende finden. Ja, wir sind gestern in diesen Ryanair-Flieger eingestiegen. Wir sind beim Hinflug nämlich mit Lauderair über Ryanair geflogen. Da war das Flugzeug eigentlich wie Austrian. Und ich habe extra beim Hinflug die Sitzplätze beim Notausgang gebucht, dass wir mehr Platz haben. Mein Mann ist fast 2 Meter groß, der ist 1,97. Der kommt in einer normalen Boeing 320 gut damit zurecht. Natürlich ist jetzt ein Platz mit mehr Beinfreiheit besser. Aber dieser Flieger gestern war auch für ihn echt unangenehm. Und wir sind eingestiegen. Und ich hatte einen Platz, wo ich kein Fenster habe. Ich sitze immer am Fensterplatz oder Mitte, weil ich das auch irgendwie brauche, dass ich rausschauen kann beim Fliegen. Aber wie gesagt, ich habe eigentlich sonst überhaupt keine Angst. Null Flugangst eigentlich, ja. Und ich bin da gestern drin gesessen. Mich hingesessen und meine Beine haben den Sitz vorne berührt, was eigentlich bei einer Größe von 1,78 nicht unbedingt der Fall sein sollte. Ich hatte meine Jacke an, es war heiß, der Flieger war bummvoll,
Weil wir steigen immer als Letzte ein. Also wir stellen uns nie, wenn es heißt Boarding, sind wir nie die Ersten, die in der Reihe stehen, weil wir uns immer denken, der Flieger fliegt ja nicht ohne uns. Wir warten immer, lassen alle anderen in der Schlange hektisch werden, wir warten bis zum Schluss. Und wir setzen sie in diesen Flieger rein und ich sag's euch, ich bin da gesessen und ich hatte sowas sehr selten in meinem Leben. In der Sekunde, wo ich da gesessen bin, hat mein Herz so schnell zu schlagen angefangen, mir ist schlecht geworden. Ich hatte so einen Moment vollster Panik, dass ich am liebsten aufgesprungen wäre und aus dem Flieger rausgelaufen wäre. Ich habe mich dann zusammengerissen, habe nichts zu meinem Mann gesagt, habe mal zum Zählen angefangen, habe ein Wasser getrunken, habe mir die Jacke ausgezogen und habe echt wie so versucht, mich wieder runter zu regulieren, weil ich echt Panik hatte. Ich habe auch kein Fenster neben mir gehabt. Also, wenn man so sitzt, hat man normalerweise ja hier das Fenster. Bei mir war da nichts. Das Fenster war erst hinten beim anderen Nachbarn. Es war einfach eine Wand. Und ich bin so gesessen. Und ich konnte mich nicht bewegen. Und es war heiß und es war eng. Und ich habe echt klaustrophobische Todesangst gehabt. Und es ist dann gegangen. Wir haben dann immer wieder versucht, uns abwechselnd so hinzusetzen, dass wir genug Platz haben, mein Mann und ich. Und der Flug war auch sehr, sehr unruhig. Und ich habe immer wieder zum Zählen angefangen, wenn uns mit einer Serie abgelenkt am Tablet. Aber ich schwöre es euch, der Flug gestern war so schlimm, ich fliege nie wieder mit Ryanair. Nein, da bin ich echt ein Fan von Austrian oder Lufthansa oder Swiss Air. Oder Aer Lingus war beim ersten Mal auch eigentlich ausreichend Platz, aber Ryanair war wirklich so eng, ich habe echt so Angst gehabt und ich war so froh, als wir endlich den Boden um 20.05 Uhr in Wien gelandet haben, als wir endlich gelandet sind und dann endlich aussteigen konnten. Oh, mir ist echt so ein Stein vom Herzen gefallen. Ich weiß nicht, habt ihr sowas schon mal gehabt, sondern egal in welcher Situation, sei es Höhenangst oder eben auch Klaustrophobie oder sonst was, einfach so einen Moment der vollen Panik. Und wirklich, ich habe mir echt gedacht, ich hatte das doch nicht, wir haben am liebsten aufgesprungen und rausgelaufen. Ich meine, es wäre nicht gegangen. Aber ich habe in meinem Kopf immer schlägt, du kannst jetzt nichts machen, du musst jetzt einfach durch, ja. Du kannst nicht aufspringen, du kriegst keinen anderen Platz, der Flieger war ausgebucht, ja. Boah, es war echt, wow, echt krass, ja. So, aber jetzt zurück zu meinem Kaffee, ich esse jetzt meinen Cinnabon und dann ziehe ich mich an und dann zeige ich euch endlich mal die Souvenirs. Sorry, ich plaudere jetzt, glaube ich, sehr gerne mit euch und ich muss euch noch so viel erzählen. So, also, ich zeige euch jetzt, was wir alles an Souvenirs gekauft haben. Ich habe gerade Schienen gewechselt auf Schiene 30. Also, falls ich jetzt ein bisschen lispele, liegt das an meinen Invisalign-Schienen. Die Oma meines Mannes liebt Honig und dafür haben wir einen Honey with Jameson Irish Whiskey gekauft. Perfekt, ich liebe Jameson, das ist mein Lieblingswhisky. Dann haben wir dem Schwiegerpapa, der liebt nämlich Baileys, so einen Baileys Mix mit Orange Milk Chocolate, Lux Dark Chocolate, Original White Chocolate und Salted Caramel Milk Chocolate, also Bonbonniere, Pralinen, mitgebracht. Unseren Kindern haben wir gekauft einmal eine irische Trommel. Alexander kann ja richtig gut Beatboxen, also der kann das wirklich. Er nervt uns zwar die meiste Zeit damit, aber er kann das echt gut. Und wir dachten, das ist ganz cool, weil dann kann er quasi dazu auch mitklopfen. Und hinten dran ist auch so ein kleiner Drumstick, also das passt perfekt. Und Max wollte immer schon eine Flöte, also hat er eine Flöte bekommen, Irish Penny Whistle. Bin schon gespannt, wird auf jeden Fall sehr musikalisch, vielleicht lernt er ein Weihnachtslied bis Weihnachten, was weiß man schon. Dann habe ich hier, warte, ich muss es jetzt gut machen, seht ihr meine kleine Hand? Die habe ich den Kindern mitgebracht, denn die Chrissy, wo ich mir meine Nägel machen will, die hat so eine kleine Hand gehabt und Alex fand das so genial, dass er damit so viele Fotos machen wollte und die gab es bei dem einen Shop, wo wir auch die Weihnachtskarte hier haben, genau. und die fand ich cool, also da kriegt jedes Kind eine und ich bin mir ziemlich sicher, ab morgen sind die in der Schule der Renner. Die werden sicher mitgenommen, das weiß ich jetzt schon. Dann, ich liebe ja After Eight und Minzschokolade, also eine Cadbury Dairy Milk Mint für meinen Mann, die Dairy Milk Fruit and Nuts. Der mag die Schoki mit Rosinen und Nüssen sehr gerne. Dann habe ich von Cadbury auch noch diese Puts, also 5 Cadbury Dairy Milk Chocolate Balls with a Truffle Central Hazelnut Pieces and Rice Crisps. Okay, einmal volle Ladung Schoki, die habe ich auch gekauft. Und dann war ich ja auf der Jagd und ich habe ihn ergattert nach einem Cadbury Christmas Adventkalender. Ich habe gleich den großen genommen. Es wird auch den klassischen geben, wo ihr ganz normal die Schokolade rausdrückt. Aber ich habe den genommen, weil ich mag alles von Cadbury. Und das ist jetzt mein Schoko-Adventkalender. Ich habe dieses Jahr auch ein bisschen im Bereich Adventkalender übertrieben. Ich zeige euch die Adventkalender dann. Aber erst bei Vlogmas.
Das sind jetzt irgendwie zu viele geworden. Ich wollte eigentlich gar nicht so viele kaufen. Einem Souvenirshop auch noch so Biscuits. Santa Sleigh, ich hoffe, der Transport hat geklappt. Dann können wir bei Vlogmas nämlich einen Santa-Schlitten machen. Ich werde mich der Herausforderung widerstellen, aber mein eigenes Eis hinnehmen. Ihr erinnert euch an das Oreo-Haus bei Vlogtober. Also das möchte ich auf jeden Fall ausprobieren. Und dann eigentlich nur noch diese 3, 4 Sachen. Nein, 5. Ja. Dann haben wir in einem Liquor Store einen Malt Irish Cider. Ich liebe Cider. Ich habe in Dublin nur Cider getrunken. Den kann man quasi warm machen. Wie Malt Wine ist ja Glühwein, also quasi Glühcider. Perfekt. Den werden wir manchmal am Wochenende wahrscheinlich genießen. Das passt auch ganz gut. Und dann haben wir eine richtig coole Weihnachtskarte in diesem Kartenshop, der bei den... Oh, wie heißen diese Karten? Wie heißt dieser Markt? Aber ihr seht es im Dublin-Vlog, da gibt es immer so coole Karten. Und bitte, wie genial ist diese Karte? Alle Weihnachtshelden drauf. Wir lieben Kevin, das wissen wir. Wir lieben auch Die Hard, also Stirb langsam, Bruce Willis. Das ist für mich einfach ein absoluter Weihnachts-Favorite-Film. 1 und 2 sind für mich Weihnachtsfilme. Dann haben wir hinter Buddy, den Weihnachtself, eigentlich auch Jack Frost. Kermit brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber wird es auch einen Weihnachtsfilm geben und alle Filmhelden sitzen quasi gemeinsam am Tisch. Die werden wir irgendwo beim Spiegel hinhängen, die wird nicht verschenkt. Die ist einfach genial. Ich weiß noch nicht, wer es denn eher. Wisst ihr, wer eher sein soll? Ah, hinten steht es drauf. Kevin McAllister, George Bailey. Dann Bob Cratchit, also die Kermit-Version. Buddy the Elf and the Snowman having a lovely Christmas dinner together while... A shivering John McClane solemnly watches from outside the dining room window. Na bitte, Weihnachtskarte. Dann habe ich noch, das fand ich auch cool, ich liebe solche Bücher mit so Fun Facts. True Facts that sound like Bullshit. Also sind quasi 500 Fakten drin. Zur ganzen Welt, zu Dinosauriern, zum All, zum Leben, zu allem halt. Das habe ich für mich gekauft. Ein Card Set of 100 Cards Everyday Spells. 100 Spells and Rituals for Happiness and Success. Perfekt. So sieht das aus. Das werde ich jetzt auch gleich mal aufmachen. Der Spruch des heutigen Tages wäre, I love myself and my shadow self. Bitte? Affirmation für den heutigen Tag. Ich mag mich selbst und auch meinen Schatten. Also alles, was mich ausmacht. Finde ich gut. Mag ich. Gut, also das waren alle Souvenirs aus Dublin. Eh ein bisschen was. Und soweit so gut. Mein Tag besteht heute noch aus ganz viel Arbeit. Ich werde nämlich den Dublin-Vlog schneiden, ich werde den Dublin-Blogpost fertig machen. Dann habe ich noch ein paar andere Dinge auf meiner To-Do-Liste. Die nächsten Tage werden überhaupt sehr vollgepackt mit einigen Sachen, denn wie immer, wenn man mal kurz auf Urlaub ist, muss man danach halt dann einiges nachholen. Ich habe aber gerade ein H&M-Paket bekommen, da ist noch ein bisschen Deko drin und auch mein Depot-Paket und jetzt kann ich endlich final die Deko im Haus fertig machen. Da freue ich mich sehr darüber. Ja, mein Mann ruft mich gerade an, ich muss ans Telefon, ich melde mich in wenigen Sekunden wieder. Hallo, willkommen zurück am Donnerstag, 7:30 am Abend, im absolut chaotischen Schlafzimmer stehen. Ich hatte keine Zeit in den letzten Stunden mit euch zu plaudern. Ihr habt es aber gesehen, ich habe so Rentier-Brownies gebacken und ein Flatly für einen Kunden gemacht mit neuen Weihnachtsbüchern, einmal Scrooge, die Weihnachtsgeschichte und Weihnachten in der Buchhandlung oder so von Jenny Colgan. Die habe ich beide bei Libro entdeckt, werde ich demnächst ein bisschen mehr dazu zählen. Jetzt schaue ich mir gerade das Schlafzimmer und frage mich, wie ich das morgen halbwegs festlich dekorieren könnte. Das kommt in diesem Vlog auch noch vor. Also dabei schaut es jetzt nicht sehr festlich aus. Ihr wisst, ich dekoriere ja für Herbst, Halloween und Co. Und in dem Fall natürlich dann auch für Weihnachten. Hier sind neue Kissenbezüge drinnen. Eine Bettwäsche ist gerade unten in der Waschmaschine. Die sollte dann morgen frisch gewaschen sein. Dazu auch eine neue Girlande. Das zeige ich euch dann aber morgen alles im Detail.
Ich habe auch neue H&M-Kleidung. Diesen Bademantel habe ich euch ja schon vorgestellt. Dann dieses coole, sowas wollte ich ewig schon mal haben. Das ist so ein Fließstoff, so ein Jacket. Und eine rote Satinbluse, die kann ich immer brauchen. Genauso wie ein rotes Kleid. Ich habe jetzt ein paar Weihnachtsevents und ja, Kundenmeetings in den nächsten Tagen. Da kann ich das auf jeden Fall brauchen. Hier hinten ist aber auch absolutes Chaos. Nicht zu vergessen, da drunter ist ja eigentlich meine Weihnachtsbox. Mit T-Shirts, Pyjamas und Co. Das kommt alles raus. Das werde ich morgen erledigen. Und dann wollte ich euch eigentlich auch noch Geschenktipps und Sachen zeigen, die ich bei TK Maxx geshoppt habe. Für TK Maxx sind ja zwei Reels online gegangen. Ja, wenn dieser Vlog live geht, ist ein Reel auch schon am Montag, den 20. November, 21. hochgeladen worden. Ich komme total durcheinander. Ja, aber jetzt kommen dann gleich die Kinder. Ich glaube, das geht sich jetzt nicht aus. Die schauen noch unten fern, mein Papa. Dann zeige ich euch jetzt mal ganz kurz ein paar schöne Schätze. Zum Beispiel diesen Brie Maker. Ich liebe ja Ofenkäse. Und ja, den habe ich entdeckt. Da werden wir demnächst mal Ofenkäse machen, der 12,99 € gekostet. Ein richtig cooles Ding ist aber auch, und das brauche ich dann auch im Schlafzimmer, also das Schlafzimmerdeko, ein Aromatherapie-Diffusor. Und der schaut auch richtig schön aus. So weiß, auch Keramik. Statt 58 Euro, das war der UVP, jetzt um 29,99 €, also die Hälfte. Dazu habe ich auch gleich ein ätherisches Öl, also zwei glaube ich, einmal dieses hier. Es hat statt 10 Euro 4,99 € gekostet. Wintersleep, Lavendel und Sandalwood, also Sandelholz. Und dann habe ich auch noch ein Diffuseröl Peaceful Night. Drei Öle habe ich gekauft. Herrlich, das wird ein entspannter, hoffentlich entspannter Dezember. Ich habe schon ein bisschen Angst, weil ich habe mir meinen Terminplan angeschaut. Wow, crazy. Und zwar einmal Eukalyptus. Ich liebe Eukalyptus, 100% Pure Essential Oil. Made in England, hat 4,99 Euro auch gekostet. Also diese Sachen hier, auf jeden Fall den Diffuser, den packe ich dann aus und werde ich dann, wie gesagt, in diesem Vlog hier noch platzieren. Ich werde in diesem Vlog auch noch das Schlafzimmer umdekorieren, dachte ich mir, das passt ganz gut. Ja, ich verliere momentan ein bisschen den Überblick darüber, wie lang meine Vlogs werden oder sind, weil ich eigentlich gleichzeitig an vielen Vlogs drehe und irgendwie, ja, gar nicht weiß, was wann los ist. Sorry dafür. Dann habe ich auch noch bei TK Maxx, ich liebe so große Streichhölzer und vor allem die bunten Streichhölzer. Einmal so eine Flasche Light Up My Life. Dann Weihnachtssocken, die kriegt mein Mann, weil die sind Größe 41 bis 46. Sowas ist auch immer ein mega Geschenk und das sind auch noch Happy Socks. Das heißt, statt 29 Euro 9,99 €. Schnäppchen! Und die sind auch cool. Also, die gebe ich ihm dann gleich. Geschenke und solche Sachen. Das passt auch perfekt bei einem Ugly Sweater und das kann er dann auch dazu nehmen. Und dann habe ich auch noch zwei neue Duftkerzen. Einmal Eukalyptus und Spearmint. Mit so einem roten Gefäß, 9,99 Euro. Und genau, da ist eh auch meine Lieblingsmarke. Meine absolute Lieblingsmarke ist Sand & Fog, richtig? Das ist voll cool. Das ist Winter Pine und die befindet sich bitte in so einer Kugel. Das kann man perfekt als Gefäß verwenden, wenn das dann ausgebrannt ist. Die riecht gut. Also wie eine Christbaum- oder Weihnachtskugel. Fand ich super schön. 10,99 Euro hat die hier gekostet. Jetzt mache ich einfach noch weiter, bis mich jemand gleich im Schlafzimmer unterbricht. Aber was ich erledigt habe, habe ich erledigt. Ich habe dann nämlich auch noch für mich ein Ginger and Vanilla Badesalz. Oh, Luxury Bath Salt. Um 9,99 Euro. Das habe ich aber auch jemand anderem als Geschenk gekauft. Ich muss jetzt mal. Oh Gott, herrlich. Ihr wisst, wie sehr ich meine Bäder liebe. Und jetzt dachte ich mir, hopp, die richtige Seite, dachte ich mir, so ein großes Badesalz ist auch nicht schlecht. Dann auch noch so ein Set von Heferl. Heferl-Obsession, Weihnachtstassen gehen immer 9,99 Euro. Ein Schneemann und ein Weihnachtswichtel im Set. Des Weiteren auch noch Christmas Cracker. Oder es heißt doch Christmas Cracker. Set of 6 Christmas Cracker. Each cracker contains a hat, a joke and a gift. Perfekt.
Perfekt, die gibt es dann am Weihnachtstisch. Mir geht gleich mein Akku aus. Oh mein Gott, was geht sich noch aus? Hier einmal Chocolate Chip, sowas ist immer perfekt. Das Geschenkidee finde ich auch, gerade zum Verschenken. Dann auch noch neue Weihnachtskugel von Rachel Zoe. Yep. Und, oh Gott, der Akku. Weihnachtskarten, die sind richtig schön. Und solche Gift-Tags, nicht zu vergessen. Okay, ich glaube, ich habe alles hier gezeigt, was ich bei TK Maxx in den letzten Tagen gekauft habe. Ein paar Sachen sind noch unten, aber das sind Geschenke. Und zu Geschenketipps gibt es dann bestimmt mehr. Bei Vlogmas, ja, ich werde mich jetzt abschminken gehen und melde mich dann morgen in aller Frische, wenn wir gemeinsam das Schlafzimmer für Weihnachten dekorieren, wenn ich die Bettwäsche frisch überziehe. Ich glaube, mehr habe ich jetzt eh nicht geplant für den morgigen Tag. Ja, bin durcheinander. Melde mich dann ganz frisch wieder jetzt, wie gesagt, mal abschminken. Und bis morgen. Hallihallo und einen wunderschönen guten Morgen am Freitag, den 18. November. So, heute in der Früh entspannt aufgestanden, fertig gemacht, geschminkt, gerade gefrühstückt und an einem Vlog gearbeitet. Mache ich mir jetzt fertig. Wir haben heute ein paar Erledigungen. Danach werde ich das Schlafzimmer für Weihnachten dekorieren. Die Bettwäsche ist schon frisch gewaschen. Ich verlinke sie euch gerne unten. Die ist super flauschig und ihr wisst, genau mein Farbmotto zu Weihnachten. Ja, ansonsten ist es heute, glaube ich, recht ruhig. Ich muss ein paar Videos schneiden für YouTube und ein bisschen was vorbereiten für morgen. Also ich muss noch so Holzperlen kaufen, genau. Dann wird eben das Schlafzimmer dekoriert und morgen ist dann der Talia-Workshop. Da nehme ich euch in diesem Vlog auch noch mit nach Wien. Ja, mehr kann ich eigentlich gar nicht erzählen. Ich muss jetzt noch warten, bis hier ein Leintuch gewaschen ist, damit ich es auch frisch überziehen kann. Ich habe die alte Bettwäsche abgenommen. Die ist jetzt gerade in der Waschmaschine. Ich glaube, ich kann sie gleich in den Trockner geben und dann, wenn das Leintuch, also das Laken, trocken ist, wird alles überzogen. Das machen wir dann am Nachmittag gemeinsam. Heute ist ansonsten, wie gesagt, ein ruhiger Freitag. Ich habe vorhin gerade überlegt, ob ich mir am Abend eine Badewanne gönne. Und wir werden uns wahrscheinlich einen Weihnachtsfilm anschauen. Vielleicht gibt es am Abend auch Punsch und heiße Maroni oder Bratkartoffel. Schauen wir mal, auf was wir Lust haben. Ja, also wir sehen uns dann gleich wieder. Da bin ich auch schon wieder, ein paar Stunden später. Es ist immer noch Freitag, aber mittlerweile schon kurz vor 3 Uhr. Ich bin jetzt gleich dabei, das Schlafzimmer zu putzen und umzudekorieren. Wie bereits erwähnt, haben wir hier Bettwäsche, also einen richtig schönen weihnachtlichen Design. Zusätzlich aber auch noch in dieser Box ein paar weitere Dinge, die jetzt dekoriert werden. So ein Kissen mit Jingle Bells und dazu auch noch so Glöckchen. Das kam im Dreierpack von Depot in so einem richtig coolen Flauschi-Muster. Ich dachte mir, zu dieser doch sehr auffälligen roten Bettwäsche wird es ganz gut passen, wenn wir eher neutrale Farben haben. Also einmal dieses Kissen, dann ist so eines mit so Fäden dabei. Ich glaube, das glitzert auch ein bisschen. Sind da Paletten dabei? Ja, so Glitzerfäden. Und auch noch so ein großes Kissen. Also die drei Kissen werden hier zusätzlich dekoriert. Dann habe ich zu diesem Kissen natürlich auch noch Füllkissen, also damit wir diese Kissenhöhen wo reinbekommen. Ich habe dann eine richtig coole Girlande bestellt. Die kommt hier hinter das Bett. Da sind so Kieferzapfen drauf und ja, Bockerl wollte ich gerade sagen. Kieferzapfen, österreichisch Bockerl. Und Ilex, also künstliche Stechpalmen-Dinger und Fichte. Seidenpföhre, nicht Fichte. Wow! Okay, ich bin nicht so bewandert in der Flora und da vorne. dann haben wir hier noch so Bäumchen, so Glitzerbäumchen, die war auch im Depot dabei. Und für den Bedside-Table, da brauche ich jetzt aber eine Schere, habe ich auch noch ein weiteres Bäumchen bestellt, damit hier ein bisschen Weihnachtsflair reinkommt. Holen wir das Bäumchen raus. Ich verlinke euch das gerne unten. Oh, yay! Das passt perfekt nämlich. Oh, cute! Das hat nämlich auch so Zweige dran. Das kann man ein bisschen auseinander, dass es besser ausschaut. Oh, das kommt auf jeden Fall auf meine Seite. Also so ein Bäumchen. Und der Diffuser, den habe ich euch gestern schon gezeigt. Den möchte ich auch gleich ausprobieren. Und dann habe ich hier, wie ich es im letzten Vlog oder so erwähnt habe, einen Tageslichtwecker bestellt, einen Lumi-Wecker. Mein Mann ist nicht so begeistert. Ich muss es jetzt ein bisschen umbauen, weil ich möchte es jetzt auf meine Seite rübergeben und schauen, ob es ich hinkriege, dass das Ding gut funktioniert. Dazu muss ich aber jetzt meine Bücher da weg, weil bei mir ist das Kastel schon ein bisschen angeräumt.
Da ich ja das Lesen für mich entdeckt habe, ja, stehen hier ein paar Bücher rum. Ich bin gerade dabei, mich zum Thema Rauhnächte einzulesen. Da habe ich von euch ja auch gutes Feedback bekommen. Da gibt es dann bei Vlogmas ein bisschen Info dazu, wie ich das mache, Tipps, Tricks, was ich hier nachlesen kann. Räucherwerk und Co. Dann habe ich hier noch ein paar Bücher, die ich schon gelesen habe, beziehungsweise die ich noch lesen möchte. Mal schauen, wo ich das hingeben kann. Da habe ich ja meine Box, da kann ich auf jeden Fall ein paar Scrunchies rausgeben, die immer bei mir auf dem Nachtkastel steht. Mein Spiegel, boah, das wird ein bisschen knapp. Die Kerze kommt auf jeden Fall weg, das ist noch eine Herbstkerze. Ja, also schauen wir mal, was ich da machen kann, weil da unten habe ich eigentlich Taschen drin. Oder ich gebe meine Taschen woanders hin. Ich werde eine Lösung dafür finden, aber zunächst überziehe ich mal das Bett frisch. Ich sauge die Nachtschränkchen ab, also die Nachtkästchen, werde die Girlande hier hinten hinpacken. Ach, und dann habe ich auch noch eine Decke, eine Überwurfdecke. Die große Überwurfdecke, wo ist die eigentlich? Ich glaube, die ist unterm Bett in so einer Box. Aber fürs Bett hätte ich dann eigentlich so eine rote Decke noch. Ja, oder die Überwurfdecke? Nee. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal, was am Ende rauskommt. Was bin ich für eine schlechte Vloggerin? Ich habe komplett vergessen mitzuvloggen jetzt. Habe ich aber jetzt eigentlich auch nur geputzt. Mittlerweile ist es schon dunkel draußen. Ich habe mir was Bequemeres angezogen, einen alten Strickpulli und eine Leggings und habe hier schon mal fertig dekoriert. Alles, wie gesagt, ein bisschen umgeräumt. Also da ist jetzt die Nachttischlampe, die vorher bei mir war, ein paar Bäumchen. Die frische Bettwäsche, da kommt aber jetzt noch ein anderer Überwurf drüber. Die neuen Kissen finde ich richtig schön. Und hier drüben habe ich auch ein bisschen was umgeräumt. Da unten ist jetzt mein Schmuckkoffer und ein paar Bücher. Dann die Lumi Body Clock kriegt von uns noch einen Versuch. Wir haben es mit ihr probiert, wir sind nicht wirklich aufgewacht. Ich versuche es jetzt nochmal auf meiner Seite. Dann habe ich hier schon diesen Diffuser installiert und ein Öl drin. Der funktioniert richtig gut. Wenn ich das jetzt aufdrehe, seht ihr sicher gleich. So, da unten. Das geht so fix. Passt auf. Wenn noch genug drin ist, kommt hier oben schon eine Nebelschwane. Die Frage ist, von welcher Seite. Seht ihr es? Der ist mega. Riecht voll gut, funktioniert richtig gut. Und da kommt schon... ja, Aroma raus. Finde ich voll cool. Also der ist wirklich günstig gewesen von TK Maxx und tut echt, was es soll. Also es funktioniert richtig gut. Kann man auf verschiedene Stufen einstellen. Ja, dann hier habe ich da hinten die Öle drinnen. Mein von Elizabeth Arden, mein Lipbalm für die Nacht, ein paar Scrunchies, Taschentücher, Stifte für mein Journaling, wenn ich auch reinschreiben möchte. Und der Spiegel ist da hinten auch noch geblieben. Ja, also soweit so gut, das Nachtschränkchen. Dann habe ich bei der Garderobe auch gleich mal ein bisschen durchsortiert, habe hier meine ganzen Weihnachtspullis reingegeben. Das heißt, ich habe die Herbstgarderobe ausgetauscht, bei den Taschen noch ein bisschen herum sortiert. Da hinten sind jetzt die Shirts und zwei weitere Taschen. Mein Morgenmantel, den ich euch schon im Vlog vorgestellt habe. Ja, ich werde jetzt noch ganz fix einkaufen gehen. Ich brauche Brie. Heute am Abend gibt es nämlich Ofenkäse. Vielleicht vlogge ich da auch noch ein bisschen mit. Ich möchte Ofenkäse mit Cranberry und Pistazien oder Nüssen machen. Dazu Baguette. Und dann gibt es diesen Mulled Cider aus Dublin. Also diesen heißen Cider. Ja, und dann zeige ich euch morgen das Schlafzimmer noch bei Tageslicht. Aber es wird genauso auch schon jetzt. Auf jeden Fall sehr cozy, sehr gemütlich. Und ich gebe euch dann, wenn wir nochmal am Wochenende ein paar Versuche starten, auch ein Feedback zu Body Clock, ob das funktioniert oder nicht. Zurück in meiner Küche mache ich mich jetzt mal an den Ofenkäse. Hier haben wir ein Brot vom Bäcker. Das passt perfekt. Wir verwenden entweder normales Baguette oder eben ein Weißbrot. Das ist richtig gut zum Tunken. Dann möchte ich den Ofenkäse
mit Cashews und Pistazien, genauso wie mit Rosmarin, zubereiten. Dazu gibt es dann auch noch Weintrauben, da habe ich klassische, also grüne und rote gekauft. Dann, ich liebe ja Preiselbeeren, also da bin ich wirklich so ein richtiger Brite, so Sandwich mit Cheddar und Preiselbeeren und Cranberry sind mega gut. Dann hat Max mich heute auf diesem Maiskübchen hingewiesen und gefragt, was ist das? Und ich habe es gesehen und habe mir gedacht, ich brauche sie, ich habe Gusto, ich will die haben. Unser Lieblingsknoblauch, den kennt ihr, den Chili-Knoblauch von EFCO. Den gibt es bei uns immer dazu, wenn wir sowas gemeinsam. Dann wollte mein Mann auch noch Kaperbeeren mit Stiel. Ja, genau. Und jetzt kommt es eigentlich um den Hauptakteur. Hier in diesem Brie zubereitet, ich dachte eigentlich, das ist mehr als nur das. Ich werde jetzt Ofenkäse machen. Das muss ich in den Backofen natürlich auch noch vorheizen. Ich bin noch unsicher, ob ich Camembert oder klassischen Brie rein tue. Ich schau mal. Der passt, glaube ich, von der Größe rein. Aber ich habe Angst, dass es zu wenig Käse ist. Ich glaube, es passt. Es soll passen. Also der Käse kommt hier rein. Den Brie hier einfach ab. Der wird jetzt noch gut überbacken. Oh, das freue ich mich. Rosmarin und Co. Das heißt, ich muss auch noch die Nüsse. Käse. Liebt ihr Ofenkäse auch so sehr? Oh. Lapp, reiner. Und jetzt kommt der Rest noch drauf. Also mal gescheit mit Salz, Knoblauchsalz würzen. Dann habe ich mir gedacht, dieses Avocado-Topping vom Just Spices ist vielleicht ganz gut. Das hat so grobes Meersalz und noch ein bisschen Chili-Flocken. Dann dachte ich mir, dass ich da ein bisschen was von den Preiselbeeren drauf. Ich habe aber nur ein Backzahl. Vielleicht doch eher auf die Seite. So. Gehe ich nur so ein Klecksi, weil mein Mann ist jetzt kein großer Fan. Aber so. Oh. Da kommen noch ein paar Rosmarinzweige. Gerade für den Geschmack. So. Dann kommen jetzt noch die Pistazien. Die werde ich schälen. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Aber ich gebe es nicht das Ganze drauf, sondern ich werde sie hier auf dem Brett dann noch fein hacken. Also jetzt mal alle schälen. Das ist jetzt das Vorher, also der Ofenkäse, bevor er in den Ofen kommt. Wie gesagt, Knoblauchsalz, bisschen Chiliöl habe ich drüber getan, Preiselbeeren, Pistazien und Rosmarin. Da kommt jetzt auch der Deckel drauf. Und zwar bei 180 und einer Garzeit von 20 Minuten. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall mal einstellen. Dann werde ich aber nach 15 Minuten schon nachschauen, wie er aussieht. Da liegt auch schon der Rest, ich musste mir jetzt gerade eine Nuss klauen. Also Cashew ist gesalzen, die Feigen-Senfsoße, den Knofi, die Karpfen und Tomaten geschnitten, Maiskörbchen und Weintrauben. Jetzt brauchen wir natürlich noch diesen Malt Irish Cider Surf Hot. Die Frage ist, wie? Gently shake the bottle. Gently heat for 10 minutes. Do not boil. Okidoki. Ich habe hier schon mal den Tisch gedeckt mit unseren Schüsselchen, die wir aus Gran Canaria haben. Da befindet sich schon der Malt Cider drin. Malt Wein wollte ich schon sagen, weil da habe ich Roséwein. So, jetzt schauen wir da mal rein. Es riecht köstlich nach Pistazie und Rosmarin. Ich möchte mir jetzt aber nicht die Finger verbrennen, also nehme ich zur Sicherheit so ein Geschirrhangerl. Schauen wir mal. Yum, 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 yum. Wir werden jetzt dann gleich mal mit einem Baguette reinstechen und dann schauen wir mal, wie der ausschaut drin. Aber der ist einfach, es riecht so gut, ein Traum. Ja, und ich werde mich für heute jetzt doch schon verabschieden. Ich denke mal, der Vlog ist eh auch ein bisschen lang geworden. Ich hoffe, ich kann dich ein bisschen inspirieren mit Schlafzimmer. Achso, ich wollte euch das Schlafzimmer auch noch zeigen. Oh nein. Aber ich werde das nicht mehr schaffen. Ich werde diesen Vlog abschließen und morgen einen neuen Vlog starten. Das heißt, der Workshop und mein Tag in Wien kommt dann im nächsten Vlog. Und dann werde ich euch auf jeden Fall das Schlafzimmer noch zeigen, genau. Denn ich stelle euch ein paar Weihnachtsbücher vor und Bücher für die Adventszeit zum Thema Rauhnächte und Co. kommt dann auch ein bisschen Input und Inspo. Ich hoffe, wie gesagt, ich konnte euch inspirieren, eben mit dem Ofenkäse, mit ein bisschen Schlafzimmerdeko und was wir sonst noch gemacht haben. Ich verliere einfach komplett den Faden gerade. Danke wie immer fürs Reinschauen und ich hoffe, ihr seid auch schon alle in Weihnachtsstimmung. Adventstimmung, Adventkranz wird mir auch binden. Das ist ja auch im nächsten Vlog-Thema. Ach meine Güte, ich habe so viel vor mit euch noch, bevor Vlogmas startet. Ja, ich freue mich über euer Feedback, über eure Likes, über euer Abo. Wir haben bald 4000. Ich bin gespannt. Mein Ziel war ja vor Vlogmas 4000 knacken. Ich hoffe, wir schaffen es. Und ja, wie immer, danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Hallihallo, willkommen zurück. Wie ihr unschwer erkennen könnt, sind wir wieder zu Hause. Erkennen könnt, oh Gott im Himmel. Ah.
Dann habe ich so eine teeny tiny Hand. Seht ihr meine kleine Hand? Mir fällt jetzt viel auf der Name. Aber wir sitzen im Dublin Store. Dublin Vlog. Hallihallo, willkommen zurück. Nein, mein Akku, ich habe vergessen, Akku zu wechseln. Oh mein Gott. Einen schönen guten Morgen. Ich wollte jetzt eigentlich mal wieder ein bisschen gerichtet Hallo sagen. Und ich habe mich aber gerade geschreckt, weil ich die Falten auf der Stirn habe. Wow. Man merkt, dass ich auf die 40 zugehe. Gut. Ich hole einen frischen Akku. Ein Schellenkissel. Schellenkissel. Oh mein Gott. Ein Schellenkissel. Also. Nein, Absturz. Oh nein. Ja, danke wie immer für das Reinschauen. Oh, das